Und herzlich willkommen zurück hier bei die Gilde 3. So, unsere Diebesgilde oder der Diebesunterschlupf, das Diebesheim, wird gerade gebaut. Und dann wollen wir mal schauen. Wenn die Jahreszeit rum ist, dürfen wir nicht vergessen, wir wollten uns auf Ämter bewerben. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Sehr schön. So, dann lass uns mal auf Zeitlupe machen, damit ich genug Zeit habe, hier reinzuschauen. So, Taschendiebstahl mit Standort. Illegal in Köln. Benutzbar von Dieb. Das Umschichten von Münzen und Gegenständen aus dem Beutel der Reichen in den Beutel des weniger Reichen, also in eurem, ist euer Handwerk. Dabei ist die Wahl des Arbeitsortes nicht gerade unwichtig, denn wohlhabende Stadtteile bringen euch zwar mehr Münzen ein, jedoch patrouillieren doch dort oftmals viel mehr Stadtwachen. Ein Würfelspiel spielen mit Standort, legal in Köln. Die meisten Diebe beherrschen das Würfelspiel schon früh. Eigentlich ist es ihnen daher ein leichtes, die ahnungslosen Bürger zu einem Spiel zu überreden und sie dabei bis aufs letzte Hemd auszuziehen. Aber seid euch bewusst, dass das vermeintliche Opfer auch plötzlich so viel Glück haben kann, dass man trotz geschickter Taschenspielertricks letztendlich doch verliert. Was ist das? Einbruch begehen. Das ist noch nicht freigeschaltet. So. Arbeiter einstellen. Arbeiter einstellen. So, was heißt eigentlich mit Standort? Beute? Der macht das anscheinend automatisch. Ist sein Standort selbst aus. Finde ich gut. Lass uns mal weiterschauen. Lager? Achso, das ist ja, wenn wir Einbrüche machen. So, mehr Arbeiter einstellen. Oh, Brandschutz, Lagerfläche, Gebäudeschutz, Lagerslots, Gebäudezustand. So, Arbeiter wollen wir einstellen. Erledigen. Euer Ansehen hat sich verschlechtert. Ach, muss erst auf Gebäudestufe 2 aufgewertet werden. Gut. Dann. Arbeiter einstellen, also bestätigen. Wie kann man das eigentlich auf Gebäudestufe 2 aufwerten? Gebäude aufwerten. Ihr habt nicht das notwendige Talent. Alles klar, brauchen wir das Talent für. So, aber dann läuft das ja schon mal. Da freue ich mich. Da freue ich mich sehr. Dauert natürlich ein bisschen, bis das Geld wieder drin ist, aber was soll's. Und ich muss unbedingt meine... Moment. Die muss ich eigentlich ausrüsten. Was machen wir nun? Ein schwerer Schneesturm wütend. Damit die Wege lagern können. Keine Spur, wie beim letzten Mal. Beute? Ah, Mann. Sie werden erzittern. Beute? Ja, du bist jetzt beim Marktplatz. Du sollst bitte einkaufen. So. Waffen. Schwert. 1400. Gott, oh Gott. 2200. Ist das alles teuer? Obwohl, ihr seid ja mehr so die... Plattenharnisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Kettenpanzer. Lederwams könnte erstmal reichen, oder? Komm, nimm erstmal einen Lederwams. Und dich mal ausrüsten hier. Nee. Verteidigung 1. Schild.
glaube, so lassen wir dich erstmal. Du kommst dann bitte einmal mit. Hierhin. Du darfst mal bitte... Quatsch, jetzt habe ich die Produktion geändert, ne? Wachsinn. Ich bin da. Jawohl. Könnte klappen. Jawohl. Ich dachte, der kann sich hier einen Armreif kaufen. Wo ist er denn? Was machen wir? Da ist er. Jemand hat euch gelockt. Ach so, es ist gerade nichts mehr auf Lager, ja? Müssen wir erst warten. Er wird gerade irgendwo gekämpft. Habe ich das richtig gehört? So, wir müssen jetzt noch einen Moment warten. In der nächsten Runde können wir uns auf ein Amt bewerben. Und wir müssen warten, dass die hier wieder die Armreifen herstellen. Und eigentlich kann ich gerade nichts machen. Ich möchte, dass der Typ dann nur Wege lagert, nichts anderes macht. Deswegen ist das auch der Einzige, den ich ausrüste erstmal. Ja. Mal, die arbeiten anscheinend auch nachts. Ist nur die Frage, ob er das jetzt dauerhaft macht. Ich hoffe mal, aber ich glaube es nicht. 2 Uhr morgens und alles. Das war die Stadtwache, das war nicht schlau. Oh, hat aber geklappt, so wie es aussieht. Ein Familienmitglied wird angegriffen. Was? Meine Frau angreifen, was soll denn der Scheiß hier? Bin bereit. Folgt mir! Ach, das war ein anderer Räuber, alles klar, die wurde überfallen. Ich will Beute machen. Bin jetzt gerade etwas überfordert, kann ich sein Inventar nicht sehen? Ich mache etwas Sinnvolles aus deinem Leben. Mein Vater immer gesagt. Eisen. Nun? So, dann geh mal zum Markt. Aber ich habe wieder ein bisschen Geld. Ich sollte vielleicht. Markt, ja. Keine Spur. Ich bin da. Mir war sowieso langweilig. Jawohl. Dann wird umgehen. Mir war so. Soll's verkaufen. Jawohl. Geht das nicht? Wird umgehen. Jawohl. Beute? Meine Klinge ist gewetzt. Was machen wir nun? Keine Spur. Jawohl. Also manchmal klappt das nicht mit dem Markt. Jetzt. So, Eisen kannst du verkaufen.
Jetzt bin ich gerade überlegen. Ich glaube, ich mache das doch automatisch. Ich muss den nur vorher einmal ausrüsten. Ui. Arbeitest du bei uns? Leonor? Bürgerin? Totengräberin, die sah aus wie eine Totengräberin. Die hat mich jetzt gerade etwas erschrocken. Könnte klappen. So, der soll sich jetzt einen Knochenarmreif holen. Wo haben wir dich? Wo ist er denn? Ich, was machen wir nun? Jawohl. Ja, mich würde auch mal interessieren, was du da machst. Sie werden erzittern. Totentanz, Totentanz, Totentanz. Wird nicht aufgeführt als Besuch. Kann der sich nicht hier einfach einen Armreif rausnehmen? Was soll denn der Blödsinn? Bin bereit. Ein Krieg steht bevor. Produziert. Bravo. Beute? Wird umgehend erledigt. Beute betreten. Du bist doch eigentlich unter Besucher stehen, oder nicht? Ich bin da. Was machen wir nun? Ich bin da. Kann ich das so rüberziehen? Ah, so geht's, alles klar. So, dann kannst du deine Arbeit wieder weiter nachgehen. So, das müssen wir jetzt leider mit jedem einzeln machen. Ich bin da. Wenn ihr meine Familie unterstützt, keine Spuren, unterstützen wir wie beim letzten Mal. Ansehen gelassen, Ansehen verschlechtert, gelobt, Ansehen verschlechtert. Meine Klinge ist gewetzt. Huch, wo gammelst du denn rum? Naja, dann lauf mal zurück. So, wir haben... Bin beschäftigt. Die richtige Zeit, glaube ich, zum Bewerben. Ah ne, das war erst 12, jetzt sind 12. Jetzt sind 11. 7.55 Uhr. Und das hier ist jetzt in 11, 9 Uhr 7. Okay, um 9 Uhr können wir erst. Macht ja nichts. Macht ja nichts. So, dann lass uns mal wieder zu unserem Herzbuben im Dickicht. Das muss ich unbedingt umbenennen. Ich freue mich, euch dieses Geschenk. Meine Klinge ist gewetzt. Ich will Beute machen. So, der war ja ausgerüstet, ne? Ich bin da. Ich bin da. Du gehst dahin, genau. Was machen wir nun? Ja, euer auch dahin. Hat sich verschlechtert. Was machen wir nun? Du gehst auch dahin. Erledigt. So, 8 Uhr. Können uns bald bewerben. Dauert nicht mehr lange. La 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 la. Ihr seid ein öffentliches Ärgernis. Was? Wegen des Absingens von schmutzigen Liegern in einer Taverne werdet ihr verurteilt. Eieiei. Ist aber ein bisschen... Ist ja zimperlich, ja? So. Bewerben. Ich kann hier gerade unmöglich... Bestätigen. Bestätigen. Ach, Mist. Man braucht erst Vetternpolitik, damit sich die Dynastien... Vetternpolitik. Wie schaltet man Vetternpolitik frei? Griff, Brunnen.
Erledigen. Vetternpolitik. Edelmann. Okay, das kann noch ein bisschen dauern, leider. So, jetzt lass uns doch mal schauen hier. Hier ist ganz schön viel los gerade. Achso, die werden hier ja nicht angezeigt, ne? Was machen wir? So, das ist die Totengräberin. Gute gehört, glaube ich, auch dazu. Bin bereit. So, du. Moment. Wie habe ich denn das eben gemacht? Da könnte klappen. Achso, Inventar. Ich? Ich bin da. Inventar. Ich mach das Fenster wieder zu. Ja, habe ich das denn eben gemacht? Das gibt ja wohl gar nicht. Meine Klinge ist gewetzt. Sobald ich was anderes anklicke, ist weg. Wie habe ich das eben gemacht? Ich bin da. Mach etwas Sinnvolles aus deinem Leben, hat mein Vater immer gesagt. Und nun, schaut mich doch an. Ah, so, alles klar. So, Marktplatz. Wie beim letzten Mal. Was machen wir nun? So. Zum Marktplatz. Haben wir noch jemanden? Ich genau, will Beute du. Machen. Und zum Marktplatz. Die werden erzittern. So, jetzt müssen wir es aber haben, ne? Meine ich doch. So. Meine Klinge ist gewetzt. Dann lass uns doch mal ausrüsten hier. Lederwams. Ein Kriegsbeil. So. Was machen wir nun? Und jetzt dürft ihr alle eure Arbeit wieder aufnehmen. Meine Klinge ist gewetzt. Heute? So, wer hat nichts zu tun? Da, hier stehe ich. Uhrmarkt. Ja, das verstehe ich ja sowieso nicht. So. Und jetzt dürft ihr Wege lagern. Bestätigen. Das macht er sowieso die ganze Zeit. Genau, ergib dich. Hat er sich jetzt kampflos ergeben? Amtswahl. Jetzt sind 12 um 9.07 Uhr. Muss ich dann rechtzeitig da sein, ja? 720 plus 125 pro Runde. 4 Runden Amtszeit. Zu wenig. 4 Runden ist zu wenig, finde ich. So, ich schätze mal, dann braucht nämlich unsere Herzruhen und Dickicht werden dann sehr wahrscheinlich auch einen Fuhrknecht brauchen, ne? Wenn sie jetzt immer öfter Sachen klauen. Oder werden die automatisch verkauft? Wegelagern Köln, Druckerei Köln. Handlesen Köln. Ich weiß es nicht genau. Unsere Diebe sollten wir aber auch ausrüsten mit Dolchen. Vorsichtshalber. Ich warte gerade auf den Thilo hier mit seinem Wegelagern. Der da jetzt vorankommt oder nicht. Gefühlt wird es nämlich gerade nicht so wirklich gemacht. Was machen wir nun? Achso, der ist noch auf dem Weg. Alles klar.
Schneller stellen. So, Wegelager in Köln, jetzt macht das. Der Krieg ist verloren. Oh nein. Wartet auf Arbeit. Genommen. Wir lassen das einfach mal an und dann müssen wir ab und zu mal gucken, ob sich das Inventar hier füllt. Das Lager. Wir können auch hier mal die Anzahl auch auf 3 hochstellen. Ist zwar verboten, aber ist ja egal. Das, was unsere Diebe eigentlich machen sollen, ist ja auch verboten, ne? So. Nächste Runde ist Wahl. Was sind unsere Diebe eigentlich? Arbeiten die auch fleißig? Okay. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die keine Gegenstände bekommen. Aber egal. Fuhrknecht einstellen. Lagerregeln einhalten. Lagerregeln ist alles verkaufen. Die lassen ihre Wunden behandeln. Ja, wir müssen unbedingt die... Moment, Langschwert. Nee. Plattenharnisch. Doch, können wir auch aufheben. Nee. Nee. Lass mich mal gucken. Talisman der Inspiration. Goldhelz, Öllampe. Edikusgewand. Bernstein, Gemälde, Honigkuchen, Filter. Ich hätte gern was gesucht. Also ein Filter Waffen irgendwie. Waffen, Dolche. Kriegt der einen Siegelring? Einfluss. Den kannst du natürlich behalten. Und... Ihr dürft behalten. Ich suche irgendwie sowas wie Dolch. Oder Diebe, weißt du? Und Ledergambassen. Ich glaube, das ist einfacher, wenn wir die einfach manuell ausrüsten, oder? Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Die Diebe rüsten wir in der nächsten Folge aus, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.